ja schon gesagt, es geht so um die Möglichkeit, wie kann man sich in Thüringen fördern lassen, was ist da alles so möglich, gerade wenn man sich einen Experten mit dazu holt. Und ja, darüber möchte ich jetzt einfach so ein paar Inputs mit reinbringen. Aber ganz kurz noch zu meiner Person. Name ist ja schon gefallen, Annika Kluge. Ich bin Beratungsreferentin beim RKW Thüringen. Wir als RKW Thüringen, wir sind zugelassener Qualitätssicherer für die Thüringer Beratungs- und Gründungsrichtlinie. Genau, und das ist im Prinzip unser täglich Brot, mit dem wir arbeiten. Wir arbeiten nach dem RKW-Prinzip. Um das ein bisschen kurz aufzugreifen, wer von uns noch nie was gehört hat. Wir hören zu, wir beraten und wir begleiten kleine und mittlere Unternehmen in allen Phasen ihrer Entwicklung. Das heißt, die Anforderungen unserer Beratungskunden, die stehen eigentlich immer im Mittelpunkt unserer Arbeit und wir möchten, dass sich die Unternehmen bestmöglich weiterentwickeln können. In dem Fall oftmals durch diese Beratungsleistungen, wo sie externes Know-how mit dazu ziehen, um sich selber weiterzuentwickeln. Dazu sind wir als Qualitätssicherer für die Thüringer Beratungs- und Gründungsrichtlinie vom Thüringer Wirtschaftsministerium eingesetzt. Jetzt so dieses ominöse Wort, was schon oft gefallen ist, Thüringer Beratungs- und Gründungsrichtlinie, würde ich gerne einfach mal so ein paar Eckdaten mit anbringen. Das ist ein Förderinstrument, das fördert Intensivberatungen, also alles, was betriebswirtschaftliche Beratungen, konzeptionelle Leistungen sind für kleine und mittlere Unternehmen. Kleine und mittlere Unternehmen an der Stelle sind Unternehmen per Definition, die nicht mehr als 250 Mitarbeiter und 50 Millionen Umsatz oder 43 Millionen Bilanzsumme im Unternehmensverbund haben. Trifft also auf, ich muss jetzt lügen, ich glaube 90 bis 95% aller Thüringer Unternehmen zu. Wer wird über die Richtlinie gefördert? Das sind Unternehmen mit Sitz und Betriebsstätte oder einer Niederlassung in Thüringen. Die Förderung kann in Anspruch genommen werden ab dem ersten Tag nach Gründung und gilt auch für freie Berufe. Also hier die Einschränkung, wenn man nicht selbst überwiegend wirtschaftsberatend tätig ist, ansonsten in jedem Bereich, für gemeinnützige Unternehmen und auch für Vereine, wenn die einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb haben. Wichtig ist, dass die Beratungsleistung, die man sich fördern lassen möchte, von einem akkreditierten Beratungsunternehmen durchgeführt wird. Die Akkreditierung, die kann bei uns beim RKW erfolgen. Ein Projekt sollte mindestens 6 Beratungstage haben, einfach weil wir hier mit Landesmitteln arbeiten. Und die Landesmittel, die müssen wir von den Bundesmitteln abgrenzen. Deswegen haben wir hier diese Mindestanforderung von 6 Beratungstagen. Und ich kann die Förderung nur für Leistungen beantragen, die ich selbst in-house nicht erbringen kann. Heißt also, wenn ich jetzt hauptberuflich zum Thema, ich gehe jetzt mal weg von dem Kreativen, um es einfach mal nochmal so ein bisschen abstrakt darzustellen, wenn ich also eigentlich zum Thema Einführung von Qualitätsmanagement berate, kann ich mich selber nicht zu dem Thema beraten lassen. Das ist im Prinzip ja alles, was damit gemeint ist. Genau, das sind die Grundvoraussetzungen und kurz noch die Förderkonditionen. Wir haben einen Zuschuss von 475 € zu jedem Beratungstag. Das ist ein Standardeinheitskostensatz. Das heißt, den kriegt jeder Antragsteller zu jedem Beratungstag dazu. Der Zuschuss bezuschusst dabei das Beratungs- und das Qualitätssicherungshonorar. Aber dazu komme ich gleich noch mal ein bisschen genauer in der Grafik. In der Regel sind bis zu 20 Tage je Beratungsprojekt möglich und die Anzahl der Projekte ist nicht limitiert. Das heißt also, ich muss mich jetzt nicht einmalig entscheiden, stelle ich jetzt einen Antrag für die Konzeption einer neuen Webseite oder stelle ich einen Antrag zu einem Finanzierungsthema, sondern ich kann, wenn der Bedarf da ist, auch 2 Anträge stellen. Genau. Jetzt hatte ich schon gesagt, ich habe das Ganze nochmal grafisch mitgebracht, wie die Berechnung aussieht, einfach nur, dass man die Zahlen sich mal so ein bisschen vorstellen kann. Also bei einem Projekt, was jetzt 20 Beratungstage beinhaltet, kostet mich vielleicht 900 € am Tag über den Berater, sind in Summe 18.000 € für 20 Tage. Und das Qualitätssicherungshonorar, also das Honorar vom RKW, kommt hier nochmal oben drauf mit 120 € am Tag. Habe ich eine Gesamtsumme von 20.400 €. Sieht erstmal oder ist ein großer Batzen, der da auf einen zukommt. Aber das Schöne ist hier über die Richtlinie, das kann man sich fördern lassen, wenn das eine konzeptionelle Leistung ist mit einem Zuschuss von bis zu 9, mit einem Zuschuss von 9.500 € an der Stelle. Und es ist eine Förderquote von 46,57%. Genau, das waren jetzt erstmal relativ viele Informationen zum Drumherum, zu den Eckdaten. Jetzt kommen wir mal zu dem, was eigentlich alles möglich ist. Ich habe jetzt hier mal versucht, so ein paar mögliche Beratungsthemen aus dem Bereich Marketing mitzubringen, was so klassische Beratungsgegenstände sind, die uns im alltäglichen Geschäft begegnen. Das sind Marketingkonzepte.
Das sind Beratungen zum Property Design, SEO-Strategie und SEO-Optimierung, aber auch Optimierung der Arbeitgebermarke oder ein Konzept zur Website. Das sind wirklich die Oberbegriffe, die ich hier versucht habe, so ein bisschen rauszupicken. Das ist nur eine kleine Anzahl, Auswahl möglicher Themen. Die Richtlinie, die ist sehr themenoffen. Wichtig ist, es muss immer eine konzeptionelle Leistung sein. Wenn man Themen hat, wo man sagt, ich habe hier irgendwie was, wo ich vielleicht selbst jemand beraten möchte oder wo ich mich zu beraten lassen möchte, bin mir aber nicht sicher, ob das reinfällt, wirklich dann immer gerne bei uns anrufen und wir können dann im gemeinsamen Gespräch herausfinden, was kann gefördert werden. Vielleicht kann auch nur ein Teil gefördert werden oder das ganze Projekt. Und wir gucken dann wirklich individuell gemeinsam drauf, was ist möglich. Ich habe auch nochmal hier ein paar weitere Beratungsschwerpunkte genannt, einfach nur, um nochmal diese Themenoffenheit und die Themenvielfalt der Beratungsrichtlinie darzustellen. Also Finanzierungs- und Investitionsthemen, Beratungen zum Qualitätsmanagement, also alles, was zur Einführung da notwendig ist. So ganz klassische Themen wie 9001 beispielsweise. Aber auch Organisationsentwicklung, wie können sich Unternehmen weiterentwickeln? So diese ganzen Prozesse, die da begleitet werden. Aber auch so eine klassische Prozessoptimierung, was muss ich machen, dass ich einfach effizienter arbeiten kann. Genau, das ist so die Themen der Beratungsrichtlinie. Jetzt würde ich im Nachfolgenden gerne darauf eingehen, was ist jetzt eigentlich die Leistung vom RKW? Wir reden jetzt von der Förderrichtlinie, die da vom Land Thüringen angeboten wird. Wir als Qualitätssicherer sind eingesetzt und unsere Leistungen für Beratungskunden besteht aus zwei wichtigen Bausteinen. Der erste Baustein ist Beraterempfehlungen. Wir empfehlen bei Bedarf wirklich gern den passenden Berater. Immer irgendwie ein Thema, wo man sagt, ich habe hier Bauchschmerzen, ich weiß hier nicht so recht, das ist das Thema, habe aber niemanden, den ich da ansprechen kann oder habe nicht den idealen Ansprechpartner bisher gefunden. Wir haben einen großen Pool an Beratern, mit denen wir schon zusammenarbeiten, wo wir auch wissen, dass die Qualität der Leistung stimmt. Da empfehlen wir gerne einen Ansprechpartner. Es ist auch so, es ist, wenn wir mal jemanden empfohlen haben, hat irgendwie nicht gepasst, gebe ich gerne mit, einfach nochmal an uns wenden. Beratungsgeschäft, es muss menscheln, es muss menschlich passen. Und wenn man schon beim ersten Gespräch, habe ich nicht so das gute Gefühl gehabt, nicht davor zurückschrecken, uns nochmal anzurufen und zu sagen, ihr habt mir jemanden empfohlen, das hat nicht gepasst, habt ihr noch jemanden für mich? Aber da sind wir wirklich gern der Ansprechpartner und versuchen da bestmöglich die Matches zu finden auf der Ebene. Und dann unterstützen wir wirklich bei dem ganzen Förderprozess. Ist ja so, Förderung ist immer noch mit einem gewissen Papieraufwand verbunden. Wir müssen einige Anforderungen einhalten. Eine Dokumentation muss in entsprechendem Umfang nachgewiesen werden. Und davor schrecken viele zurück. Die Angst möchten wir an der Stelle gerne nehmen. Es bringt ein gewisses Maß an Aufwand mit sich. Aber, und das ist wirklich das, wo wir sagen, da sind wir da. Wir begleiten durch den gesamten Förderprozess. Das beginnt bei der Anfrage an uns mit einem Erfassungsbogen, den zeige ich dann gleich später nochmal. Der Erfassungsbogen zeigt uns im Prinzip auf, hey, ich habe hier Beratungsbedarf und möchte das gern mit Unternehmensberater oder der Unternehmensberaterin umsetzen. Dann prüfen wir im Vorfeld schon, bevor wir irgendwelche Anträge mit der Thüringer Aufbaubank stellen und absprechen, sind die Fördervoraussetzungen gegeben. Wir fragen wichtige Details nach und schauen wirklich, dass alles soweit passt und dass wir, wenn wir das beantragen, da auch so weit wie möglich keine Rückfragen haben und das relativ, also nicht relativ, sondern dass das wirklich glatt durchläuft und dass wir wissen, das passt alles, das passt in Summe. Wir achten gemeinsam auf die Einhaltung von Fristen. Also wir nehmen dann die Unternehmen und die Berater an die Hand und sagen, wir brauchen diese Dokumente, wir brauchen zu dem Zeitpunkt dieses und jenes. Und wenn man da aktiv auch mitarbeitet, ist das ein durchlaufender Prozess. Und man bekommt seinen persönlichen Ansprechpartner wirklich zur Verfügung gestellt. Immer wenn in einem Projekt irgendwas aufkommt, irgendwelche Fragestellungen, dann sind wir da und sind auch jederzeit in jeder Phase des Projektes ansprechbar, um Fragestellungen zu klären und Thematiken auch zu erörtern. Das sind die Leistungen für die Beratungskunden. Und dann ist noch, hatten ja jetzt auch schon im Gespräch, dass Akkreditierung als Berater wahrscheinlich für den einen oder anderen, der heute hier anwesend ist, eine spannende Sache ist, einfach um die Leistungen, die man selber anbietet, weil die in diese förderfähigen Sachen hineinfallen, auch seinen Kunden anzubieten. Akkreditierung als Berater und Beraterin bei uns
Heißt im Prinzip, dass man den Zugang zur Förderung nach der Thüringer Beratungsrichtlinie für die eigenen Kunden mit aufschließt. Es ist auch immer eine flexible Zusammenarbeit. Das heißt, man geht erstmal keine Verpflichtungen in Bezug auf die Dauer oder den Umfang der Zusammenarbeit ein. Und die Akkreditierung ist kostenfrei. Das ist so eine Frage, die immer mal wieder im Raum steht. Deswegen nenne ich das hier gerne mit. Wenn Interesse an einer Akkreditierung besteht, auch einfach bei uns telefonisch sich melden und dann schicken wir alle Informationen raus, die wir benötigen, um diesen Prozess quasi anzustoßen. Jetzt schon ein paar Mal über die Akkreditierung und den Pool an Beratern und auch das Know-how, was dieser Pool quasi mit sich bringt, gesprochen. Hier nochmal eine kurze Übersicht. Wir arbeiten aktuell mit über 350 akkreditierten Beratern zusammen. Das heißt, wir haben also eine hohe Qualität und Vielfalt an Know-how, wo wir die Zusammenarbeit bisher sehr fokussieren und wo das soweit auch passt und die wir gerne empfehlen. Genau, jetzt noch so die letzte Fragestellung, die ich mitgebracht habe. Wie kann jetzt eine Förderung eigentlich beantragt werden? Das ist relativ simpel und zwar geht das über den Erfassungsbogen von uns. Der ist auf unserer Website zu finden und das habe ich hier mal abgebildet, den Erfassungsbogen. Sieht man eigentlich, das ist eine A4-Seite, die so ein bisschen die Grunddaten zum Unternehmen, zum Inhalt und also auch zum Berater anfragt. Und aus dieser A4-Seite an Informationen basteln wir dann gemeinsam mit dem Antragsteller, beziehungsweise für den Antragsteller den Förderantrag mit unserem Angebot, sodass man da wirklich relativ ohne viel Aufwand die Förderung beantragen kann an der Stelle. Genau, ich habe hier nochmal meine Kontaktdaten für weitere Rückfragen und würde somit auch gerne in die Fragerunde gehen wollen. Ja, vielen Dank, Annika, auch an dich. Ich habe jetzt hier gerade parallel, ich beende das mal ganz kurz, zack. Weil man kann ja bei so geteilten Bildschirmpräsentationen immer nicht Ja. auf die Links klicken. Genau, deswegen habe ich jetzt hier nochmal an alle auch den Link in den Chat gestellt, da könnt ihr euch das anschauen. Vielen Dank, es ist definitiv eine spannende Sache für beide Seiten, ne? Und wir wissen auch aus der Erfahrung, dass das sehr gerne genutzt wird. Und es ist natürlich gerade für Kreativschaffende, die vielleicht Kundenanfragen bekommen, ein absoluter Mehrwert, sagen zu können, du pass auf, wir können das auch über eine geförderte Beratung laufen lassen. Ne? Von daher auch von uns nochmal, da der ja, Aufruf, meldet euch gerne beim RKW oder meldet euch auch gerne bei uns. Wir leiten euch dann auch gerne weiter. Das RKW ist ja auch unser Projektträger. Genau, oder wendet euch auch direkt an Annika oder auch an deinen Kollegen, an André Pesch. Die Kontaktdaten findet ihr da auch auf der Webseite, wenn ihr Fragen habt. Ich habe tatsächlich eine Frage, und ein paar Minuten Zeit haben wir noch. Und zwar hast du gerade angesprochen, dass man ja verschiedene Unterlagen. Also wenn ich mich akkreditieren lassen möchte als Berater, Beraterin, dass ich verschiedene Unterlagen einreichen brauche, weil das ist eine Frage, die mir auch immer ganz oft gestellt wird in meinen Gesprächen. Was genau wird denn gebraucht? Wir brauchen kurz gesagt Qualifikationsnachweise. Hintergrund: Unternehmensberater, keine geschützte Berufsbezeichnung, ist auch, viele sehen sich auch gar nicht als Unternehmensberater, die diese Beratung ja aber durchführen. Das sind wir auch wieder gerade in dieser ganzen Kreativbranche, bieten super viele diese konzeptionelle Leistung an und sind sich gar nicht bewusst, dass man das fördern lassen könnte und dass man den Kunden das Instrument, also als Instrument, das den Kunden mit an die Hand geben kann, sein, wir können das machen und wir kriegen sogar noch ein bisschen Zuschuss dazu, wenn wir das wollen. Genau, also es sind Qualifikationsnachweise, höchster Bildungsabschluss und ein, zwei Referenzen. Aber es ist wirklich relativ schlank und kein Hexenwerk, sage ich immer. Also keine Angst haben davor, dass man jetzt Genau. mit, also ein bisschen Bürokratie gehört bei uns ja dazu. Und es sind ja auch Fördermittel, mit denen gearbeitet wird, ne? Von daher ist es auch absolut legitim. Wir Genau, haben aber tatsächlich auch noch eine Frage im Publikum. genau, die habe ich jetzt Ich, gesehen. Annika, und Ja. zwar angenommen, ich brauche eine neue Webseite und lasse mich von demjenigen, der diese umsetzt, auch beraten. Kann ich diese Beratungsleistung dann auch fördern lassen? Gute Frage, kommt sehr oft auch in die Richtung, alles, was in der Konzeption dazu passiert, fällt in diesen förderfähigen Bereich. Also alles von, wir überlegen erstmal, wie soll die Website aufgebaut werden, über Buyer-Persona, wie ist die Struktur etc. Das fällt alles in die Beratungsrichtlinie, das sind alles förderfähige Themen. Es hört dann im Prinzip auf, wenn wir wirklich an die harte Programmierung gehen. Das ist nicht mehr förderfähig, aber alles im Vorfeld, was diese Konzeption, diese ganzen Sachen, die man dann erstmal braucht, um überhaupt loszulegen.
Das zählt da alles rein. Wir haben eine weitere Frage von einer Heilpraktikerin, die sagt, sie möchte gerne ihre Heilpraktikerpraxis digital über Online-Kongresse, keine Ahnung, anbieten. Kann ich mir das Tutorial fördern lassen? Da ist natürlich die Frage, was damit gemeint ist. Ich probiere es gerade so ein Also bisschen. vielleicht, Sandy, kannst du das noch mal ein bisschen spezifizieren, was du genau meinst oder wo du genau diese Förderung haben möchtest. Schreib das gerne in den Chat. Vielleicht, Annika, magst du das auch noch im Chat beantworten, falls die Sandy jetzt nicht schreibt. Und ich danke dir auf jeden Fall. Vielleicht gibt es auch noch weitere Fragen. Hier wird auch noch mal wärmstens empfohlen, sich akkreditieren zu lassen für eine Beratung. Und ja, vielen Dank, Annika. Sehr gerne. Ha, es gibt noch was. Hm. Wir sollten den Leuten ein wenig Zeit geben, bis sie alles getan haben. Genau. Eine sehr umfangreiche Frage, ja. Ja. Genau. Und zwar, Petra Hefner fragt, ist es bundeslandspezifisch, also muss der Berater in Thüringen sein oder kann überregional tätig sein? Muss der Geförderte in Thüringen sein? Können zwei ansonsten unabhängig Tätige gemeinsam eine Beratung anbieten, auch wenn sie in unterschiedlichen Bundesländern sitzen? Also, ich würde mal anfangen mit dem ersten Part. Es ist egal, wo der Berater sitzt. Wenn ich einen Berater habe, der aus München kommt, den ich gerne hier nutzen möchte oder den ich gerne beauftragen möchte als Zwillinge Unternehmen, gerne. Wenn ich als Unternehmen einen Berater habe, der noch nicht akkreditiert ist, auch überhaupt kein Problem. Auf uns zukommen, wir sprechen mit dem Berater über die Akkreditierung, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Der Geförderte muss in Thüringen sitzen, weil es sind Landesgelder. Ganz einfach, es ist eine Landesförderung. Das heißt, es werden Unternehmen gefördert, die ihren Hauptsitz, aber auch in die Niederlassung, wenn quasi die Niederlassung beraten wird und die Niederlassung Schwerpunkt ist, dann kann das beantragt werden. Es muss, ich sage mal, eine Thüringer Gewerbeanmeldung oder in Thüringen steuerlich veranlagt, wie auch immer dann als Freiberufler sich steuerlich veranlagen, sonst die Gewerbeanmeldung muss vorhanden sein. Es können auch, jetzt um den letzten Teil der Frage noch zu beantworten, es können auch zwei Berater gemeinsam tätig werden. Das gibt das Programm einfach her, dass man sagt, wir haben eine Beratungsleistung, wo den Part 1 der eine Berater macht, den Part 2 der andere Berater. Das ist überhaupt kein Problem. Genau, da dann wahrscheinlich auch das Bundesland unabhängig. Ja, also die Berater wieder bundeslandunabhängig würde Genau, herkommen. nur die Person, die die Beratung in Anspruch nimmt, muss quasi Thüringen in Genau. Thüringen sitzen. Genau. Okay, Petra bedankt sich. Genau, dann geht natürlich an Annika. Und jetzt gibt es noch eine Frage, die würde ich gerne noch stellen. Und zwar. Ach so, nee, hat Claudia schon beantwortet? Okay, danke dir. Ach so, jetzt hat aber das Handy uns noch mal ein wenig mehr Details geschickt. Ich möchte meine Beratungsleistung online über Online-Kongresse anbieten. Um das umzusetzen, brauche ich Beratung zur Umsetzung, zur Technik und zur Platzierung in sozialen Netzwerken. Wäre das förderfähig? Also da sehe ich absolut alles. Das ist ja auch, das würde ich sogar ein bisschen mehr in die Prozessoptimierung einordnen. Wie können wir unsere Prozesse, also wie können die Prozesse hier effizienter gestaltet werden, um einfach dieses neue Produkt dann, diesen Online-Kurs anzubieten? Auch da sind Möglichkeiten, dass wir sagen, das ist förderfähig über die Beratungsrichtlinie. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, Sandy, und auch alle anderen natürlich, die jetzt vielleicht ein wenig mehr diese ganze Förderlandschaft verstanden haben, wenn es um die geförderten Beratungen geht. Annika vom RKW und natürlich auch das gesamte RKW Thüringen ist da natürlich euer Ansprechpartner und eure Ansprechpartnerin. Also nehmt da sehr, sehr gerne Kontakt auf. Zögert auch nicht zu fragen, was eventuell förderfähig ist und was nicht. Ne, weil lieber einmal mehr gefragt, weil mehr als Nein sagen könnt ihr ja im Zweifel auch nicht. Dann hat man aber wenigstens gefragt und kann sich sehr sicher sein. Dann Genau, also wir vielen sind Dank. jederzeit auch telefonisch da zu erreichen oder per E-Mail, wenn irgendwas ist und freuen uns da immer weiterhelfen zu können. Sehr schön. Dann, Vielen liebe Dank, Annika, Annika. schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Sehr gern. Damit kommen wir auch zum Ende unserer Veranstaltung. Ist noch die Frage, ob es einen anderen Fördertopf gibt für die Umsetzung von Webseiten. Du kannst gerne mal schauen bei der TAP auf der Seite der Thüringer Aufbaubank. Da sind einige Förderprogramme aufgeführt.
Vielleicht findest du dort das eine oder andere, den einen oder anderen wichtigen Hinweis. Ich denke nein. Also mein erster Impuls ist nein. Es gibt keinen direkten Fördertopf, um sich die Webseite umsetzen zu lassen. Aber wie gesagt, ich gucke da gerne nochmal nach oder frage dann noch gerne mal bei der Thüringer Aufbaubank, die sehr, sehr viele Fördertöpfe haben. Manchmal gibt es dann noch den einen oder anderen Kniff, wie man dann doch sich das fördern lassen kann, vielleicht über eine ganz andere Förderung, an die man jetzt gerade noch gar nicht so richtig denkt. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und vielen Dank an alle unsere Impulsgeberinnen heute in Anwesenheit und Abwesenheit. Ihr könnt euch gerne alle Impulse demnächst auf unserem YouTube-Kanal noch einmal anschauen. Wir veröffentlichen das dann gerne auch nochmal über unsere eigenen Social-Media-Kanäle und geben euch Bescheid, wenn diese Impulse nochmal verfügbar sind. Also ihr könnt euch das immer und immer wieder dann eben auch nochmal anschauen. Gerne nochmal der Aufruf, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, nicht nur mit dem AGD, dem RKW und überhaupt, ihr könnt auch gerne auf uns zukommen. Ihr könnt gerne euch porträtieren lassen in unserem Online-Magazin. Ihr könnt gerne schauen, welche weiteren Veranstaltungen wir für euch im Petto haben. Und guckt gerne auch nochmal oder klickt gerne auf unseren Feedback-Link. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Wir freuen uns sehr über Feedback zu unserer Veranstaltung heute. Gerne auch mit Anregungen dazu, was ihr gerne noch auf diesem Kanal sehen möchtet von uns. Miriam, ich gebe nochmal an dich ab. Hast du noch ein paar abschließende Worte? Ein paar abschließende Worte habe ich. Danke natürlich auch an dich, Claudia. Und ein großer Dank gilt natürlich auch an Maria, die heute ganz still im Hintergrund die ganze Zeit agiert hat, den Chat betreut hat, euch mit den ganzen Links versorgt, euch natürlich auch immer mit den ganzen Infos zu unseren Veranstaltungen versorgt. Also, liebe Maria, vielen, vielen Dank an dich. Und eine Sache ergänze ich noch ganz kurz zu den Förderprogrammen. Ich lege euch total ans Herz, auch jederzeit Kontakt mit der Thüringer Aufbaubank anzunehmen. Da gibt es für die verschiedenen Regionen in Thüringen gibt es verschiedene Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, die euch da auch beraten. Na, also es gibt relativ viele Förderprogramme. Da kann man sich irgendwie durchfuchsen auf der Webseite von der TAP. Da gibt es auch so einen Förderfinder nennt sich das, glaube ich. Aber auch da einfach mal zum Telefonhörer greifen, anrufen, konkret vorstellen, was habt ihr vor, und fragen, welche Förderung würde da eventuell in Frage kommen. Genau. Und ansonsten auch von mir ein ganz herzliches Dank an unsere Impulsgeber und Impulsgeberinnen, an unsere ZuschauerInnen natürlich auch. Es hat uns total gefreut, dass wir so viel Nachfrage auch nach der Veranstaltung hatten und dass so viele heute auch dabei waren, was ihr natürlich nicht gesehen habt, aber wir haben das natürlich gesehen. Wir freuen uns darauf, wenn ihr weiter euch mit uns austauscht, wenn ihr euch natürlich auch weiter untereinander austauscht, euch vernetzt auf Social Media. Und auch nochmal ganz kurz die Einladung von meiner Seite. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Von daher habt einen wunderschönen Nachmittag, eine wunderschöne restliche Woche und wir freuen uns, wenn wir euch das nächste Mal sehen bei einer unserer Veranstaltungen, die dann noch kommen dieses Jahr. Alles Gute. Ciao. Tschüss.